Greenscreen Stream fehlerfrei einfach so ausspricht. In Greenscreen Stream. Sag das mal viermal ganz schnell hintereinander. In Greenscreen Stream streamen. In Greenscreen. In Greenscreen Stream Livestream. Let's go! Oh, es war perfekt getimt! Wow! Oh, wie ich aussehe. Oh. So. Aua. Nächstes Stück Kartoffel. Ihr müsst euch geben, ich muss die Karpfen da und das Wasser danach extra nochmal nachtröpfeln. Als ob ich die nicht zusammen da rein hätte schmeißen können. Jetzt hängt alles nur noch an meiner am Mittwoch habe ich so viel Gas gegeben beim Speedrunnen, ich habe den aus Versehen in den Müll geschmissen. Okay, dann nehmen wir den hier für. Weiter geht's. So, mit da reingepackt. Und jetzt durfte ich den aus dem Biomüll rausfischen unten, wo ein Haufen Fliegen waren und alles. Ich durfte da halb reinklettern, das war dezent eklig. Noch habe ich wieder die kleinsten Kartoffeln der Welt eingepackt bekommen. Die haben quasi diesen Rekordrichter dabei gehabt, die vom Guinness World Records. Der hat dann so gesagt, so, die sind die kleinsten Kartoffeln der Welt und hat die sich so genau uns angeguckt. Und dann haben alle so geklatscht und jubiliert, so, oh, yay! Und dann haben die mir meine HelloFresh-Tüte gepackt. Damit ich auch das Jahr schwer habe. Ja! Dann, Alter, let's fucking go, Mann! Sounds like a Minecraft PvP challenge. Ayo, ey guys, boys, girls, it's your boy, Iskender. Paprikastreifen. Joghurt. Alles schnell. 10 Sekunden. Joghurt. I am the owner of this kitchen now. I fought my territory and check die Mütze! Die Mütze! Oh ja, ist die Mütze oben, wird man mich loben. Die Mütze. Okay.
würdige. Richtig. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Fertig! Nein, ich hab resettet! Prime-Abo fürs dritte Monat! Yes! Hello there. Ah, ich krieg das langsam, wenn's gut. Pickle Rick! Es hat eine neue Season angefangen! Greenscreen Stream fehlerfrei einfach so ausspricht. In Greenscreen Stream, sag das mal viermal ganz schnell hintereinander. In Greenscreen Stream streamen. In Greenscreen Stream streamen. In Greenscreen Stream live streamen. Let's go! Oh, es war perfekt getimed! Wow! Oh, wie ich aussehe. Ihr müsst euch geben, ich muss die Carpon da reinschmeißen und das Wasser danach extra nochmal nachtröpfeln. Als ob ich die nicht zusammen da rein hätte schmeißen können. Jetzt hängt alles nur noch an meiner Weidmanns Heil! Grüezi wohl! Greetings! My fellow Stalkers! Lurkers, fucking whatever, choose yourself, whoever the one person in the chat right here is. I mean, I'm not lying, I can't see the views, so even if you're hiding under these viewers, I can't tell. Ja, heute hier wird Hände mit Hähnchen. Hände mit Hähnchen, guck mal an hier. So, mir ist gerade aufgefallen, dass das Fleisch noch eingefroren war, was irgendwo ein bisschen, hinderlich ist. Ansonsten, ich bin irgendwie ein bisschen am Arsch, Montage halt, ne, da ist so Stress auf, ach, come on, nein, jetzt ernsthaft, ernsthaft jetzt, nee, Alter, no. Mann, was soll das jetzt, Alter? Muss ich jetzt über Dosen nach hinten oder was? Alter, geht's aber los? Ey, hier. Sag mal. Alter, mit dem Dosenöffner muss ich da jetzt ran. Mit dem Dosenöffner? Wo sind wir hier? What the fuck? Dosenöffner. Ja. Aber jetzt kann man die wieder zumachen. Wuhu! Can you believe it, guys? Damn. Einfach nur purer Tomatenmark. Oh, Boston. Dann haben wir schön hier Tomatensauce. Dann mal Erdgedöns. Oh, Fleisch brauchen wir noch. Das Fleisch ist in meiner Mikrowelle am Auftauen. Na, gucken wir noch mal, wie das jetzt aussieht. Oh, das ist irgendwie ein bisschen warm. Ach, guck mal. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus zum Schneiden, oder? So. Wir gehen den Gang immer schön hier hin. So. Nehmen wir das Ganze. Das wird nachher erstmal richtig schön noch zubereitet. Aber wir tupfen das quasi trocken. Ach, das
ist schon geschnitten? Was? Das war nur ein großer Klumpen? Yo, das war schon? Alter, nee, echt jetzt? Ich dachte, ich muss das noch schneiden. Yo, was ist denn das für ein Teilsafe? Dass die da schon fertig Geschnetzeltes reinpacken, what? Und ich dachte, manche Stücke haben einfach nur weggeguckt. Alter, das ist mal funny. Auch wenn das komisch Geschnetzeltes ist, ja? Und weißes Zeug von abfliegt, aber es scheint fake zu sein, ne? Auch wenn das halt super nass, matschig und komisch ist, irgendwie gefällt mir so ein Klotzen Poultry viel mehr, ne? Not gonna lie. Und schneid das lieber selber zurecht, als wie das hier. Was auch immer das hier ist. Ey, yo, what? Das ist einfach nur durch einen Häcksler gejagt. Das ist nicht mit feinem Gefühl geschnitten, das ist einfach nur zermatschtes Geflügel. Alter, das ist ein Stück Geball, die bestehen einfach nur aus Masse. Die sind nirgendwo zuordnenbar. Aber gut, ja, wir haben jetzt hier unser Fleisch. I guess. So, wir müssen ja Platzsparen hier. Wir müssen ja Platzsparen, Hanne. So, dann waschen wir noch ein letztes Mal die Hände. Wir haben auf jeden Fall unseren, wie heißt der Dinger? Wasserkocher schon mal angeschmissen. Ihr hört das ja sehr wahrscheinlich. Dann schneide ich noch meinen Ventilator an, mache hier noch schön auf Beleuchtung. Ja, hier, jetzt so. Jetzt! Das sieht dann noch was aus. So. Ventilator nochmal an, dass hier schön angenehm drin bleibt. Dann haben wir das Schneidebrett hier. Die ersten Steps. Kleine Vorbereitungen. Timer ist ready. Wir sind eigentlich ziemlich good to go, ne? Moment, lass mich in Performance-Modus. Dabei. Performance-Mode. Top. Timer hier. We are ready to go. Also, ich habe den Run noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das ist so. Ich weiß, wie man Nudeln macht. Also eigentlich fühle ich mich good to go. Also, wir brauchen eine große Pfanne. Da haben wir hier. Dann brauchen wir einen großen Topf mit Deckel. Den kriegen wir doch auch bestimmt her. Da hier. Großer Topf mit Deckel. Großer Topf mit Deckel. Dann nehmen wir. Oh, Deckel. Deckel ist ja auch so ein Ding, ne? Dann haben wir das schon mal. Oh, ich dachte gerade, das war irgendein Alert und meine Sounds sind einfach nur super leise, aber nee. Einen kleinen Topf. Also dort ist der klein genug, dass man irgendwas da drinnen geben kann. Das sieht dann aus, ne? Kein Topf. Pürierstab. Ein Pürierstab? Oh, zum Glück habe ich da mal das Investment gemacht, ja? Da. Pürierstab. So, da habe ich dann auch hier die Steckdose frei. Den mache ich auch schon mal ready. Funktioniert der eigentlich? Wuhu! Jawohl, let's go. Ja, okay. Tja. Da ist der Knopf. Wir mal hier ein bisschen zur Seite. Den behalten wir aber bei uns. Dann ein Sieb und ein hohes Rührgefäß. Mit Sieb meinen die den hier sicher. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und mit Rührgefäß wahrscheinlich irgendwas für die Gemüsebrühe. Ja, Klassiker. So. Da haben wir das. Dann können wir eigentlich schon loslegen, ne? Ich würde hier noch eh mal ein bisschen frei machen. Kann ich rasen hier, wo sind wir denn? Also, wir machen das hier noch ein bisschen frei hier. Ja. Können wir das auch alles ein bisschen abtrocknen und so. Komm, geh auf.
mit dir. Das ist ein Besteck. Das Let's go! Okay, das hier ist auf jeden Fall noch dreckig. So, here we go. Good. So, EDM, DNB am Laufen. Timer ready. Preparation done. Let's fucking go! Jupp, gibt's noch irgendwas zu den Vorbereitungen? Große Pfanne, wo's Rührgefäß. Wuhu! Großes Rührgefäß. Sind unrührgedürzt. Can you believe it, guys? Hey, can you believe it, guys? Just a week away. Woohoo! In a week! Woohoo! Just in a week! Wer war das? Wer war das? Ich muss jetzt echt rüber in Twitch umschalten. Skyrim? Skyrim am Start? Woohoo! Can you believe it, guys? Skyrim! Woohoo! Ey! Ja. Ich hab mir sagen lassen, wir schmeißen mal wieder Zenith an, ne? Kann ja nicht wahr sein. Ja, bist gerade pünktlich gekommen. Ich wollte gerade loslegen. Ich habe alles ready, ich habe alles hier, ich kann loslegen. Brokkoli in mundgerechte Stückel aufdröseln. Tomate in grobe Stücke schneiden. Ja, eigentlich sind wir ready. Heißes Wasser. Topf. Da mache ich schon mal ein bisschen noch was rein. Eine kleine Preparation, dass da einfach nur noch was hinzugefügt werden muss. Weil sonst werde ich nachher einen fetten Time Loose haben. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Ich mache schon mal ein bisschen heißes Wasser rein. So, wenn der Timer losgeht, dann geht's hier los, ne? Better Zenith? Nice. Ja, heute wird wahrscheinlich ein bisschen difficult, ja? Ich hätte ja schon bald wieder Nighty-Nighty dürfen. Oh shit, ich hätte fast gerade der Taste gedrückt. Damn! Okay. Wir sind ready. Ich leg los. Okay. Alles vorbereiten. Alles hier liegen haben. Brokkoli am Start. Brokkoli in mundgerüchte Stücke brechen, schneiden. Tomate, Knoblauch. Hähnchenbrustfilet. Hä, was für ein Stücke schneiden? Das ist schon in Stücke geschnitten! Okay, never mind. Also, und wir legen los! Also, Brokkoli in Brocken machen, okay. Das heißt also, wir schneiden hier den Dinger ab. Kommt der auch weg? Wahrscheinlich, ne? Schade eigentlich, von diesem großen Stamm dort. So, und den hier tun wir jetzt in mundgerechte Stücke brechen. Das heißt, wir gehen einfach hin. Ja, genau so ungefähr. Ja, guck mal, ich nehme den einfach ein bisschen auseinander. Heiz den Rest aus. Morgen hast du frei. Damn, was für ein Flex. Ist der hier? Kommt in den Stream und flext einfach. Kommt hier rein, flext. Doesn't elaborate, leaves. Damn, das hört's. Kommt hier rein und droppt, dass er frei hat morgen. Fucking hell. I mean, ja, gönn dir. This post was made by Free Weekend Gang. Alter, das Auseinanderreißen ist hier gar nicht so einfach, ne? So, die haben wir fertig. Dann gehen wir hin, schneiden die Tomate in Stücke. Da hier. Schneiden die Tomate in Stücke. Jawohl. Entfernen den Strunk. Und was machen wir dann daraus? In Stücke schneiden. Ja, okay, einfach nur in Stücke. Alles klar. Geh nur hin. Und Knoblauch abziehen und klein schneiden. Kommt hier rein und flext mit morgen frei. Ich kacke ab.
Also Leute beginnen gerade so den Start in ihrer Woche. Das war die Aussage, dass du morgen easy Zeit hast. Ja, morgen easy Zeit? I mean, ja, ich muss morgen E-Sport treiben. Deswegen würde eigentlich wie VR schmeißen gar nicht so schlecht sein morgen. Das klingt perhaps nach einem Plan. Lass das uns mal so festhalten. Du musst halt Nick noch Bescheid sagen. Das wäre nämlich cool, wenn wir halt einfach mal wieder das zusammengespielt kriegen. Das wäre cool, aber Gott, nice. NGL. So, aber der Knoblauch gebe ich mir jetzt nicht groß Mühe. Ich schneide die jetzt einfach, weil die halt so komisch klein ist, auch so komisch. Komisches Knoblauch. So, und hier gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, weil das ist eine größere Knoblauch. Da ist das ein bisschen, ein klein wenig einfacher. Boah, I swear, man. Seitdem ich den Trick hier kenne, ist Knoblauchschneiden eine ganz neue Sache. Ey. Das ist so geil. Nur am Ende, wenn das Messer nicht ganz scharf ist, dann zerquetscht er die halt so ein bisschen, ne? Da muss man nochmal nachhelfen hier. Weil das auch viel schneller geht. So, Knoblauch haben wir auch. Das Fleisch haben wir auch. Nächste! Dann gehen wir hin, reichlich heißes Wasser in den Topf füllen. Das ist das hier. Oh, wir legen heute übel eine gute Zeit hin, ja? So, dann machen wir ihn hier an. So. So, reichlich heißes Wasser, was haben wir? Pasta hinzufügen und 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Ah, ich brauche meinen Wecker. Ah! Mein Timer. 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Baby! Da. So, dann haben wir Brokkoli in den letzten 3 Minuten oh shit, dann brauche ich also 7 Minuten. Und nach den 7 Minuten 3. Okay. Die Brokkoli ganz am Ende hinschmeißen. Das kriegen wir hin. Denke ich mal. Ja, sollte, ne? Dann machen wir einfach so. Für nachher. Dass ich das nicht vergesse. Das ist eine sehr weirde und strange Form von Brokkoli hinzufügen, aber das ist Min-Maxen, ja? Für nachher. Dann kann ich die nämlich da einfach reinschmeißen, dann habe ich den Stress nachher nicht. Dann kann ich die nämlich einfach so die Tüte da reinstecken oder reinschmeißen, ne? Haha, Five-Head, ja? Unnormal Five-Head. So, wenn der Timer jetzt durchläuft, soll ich einfach nur hier hingreifen und die Tüte umdrehen. Cool, ne? Aha. Ja. Salzen. Oh shit. Ketchup. Salzen. Jetzt aber. Passt jetzt voll. Okay. Nächste. In einem hohen Rührgefäß. In einem hohen. Spoonful. Only Spoonful. Ich sehe nicht, wer das macht. Ah! In einem hohen Rührgefäß. Sahne. Alles klar. Sahne. Let's go. Wir wollen eine fucking gute Zeit hinlegen. Vorzugsweise sogar ein Sub 30. Wir haben es schon lange nicht mehr geschafft. Hühnerbrühepulver. Hühnerbrühe rein, let's go. Dann die Mischung. Ah! Ich kann mir schon denken, wer, ja. Dann haben wir die Gewürzmischung. Komm, let's go. Gewürzmischung, den Tomatenmark. Ach, come on. Geh da rein hier.
Ich mache hier den kleinen Löffel hier. Super, I do the show. Dominate the team. I do the young one. Dominate the young one. Okay, das ist schön am Kochen hier. Vielleicht wollte ich auch mal was zu tun. Ja. Da ist jemand zur Schokette zu kommen, ja? Da bereitet sich jemand noch was vor. So, das muss reichen. Warte, nein, tut's nicht. Ich soll noch weiterlaufen. Das soll voll auf durchkochen hier. Da. Das ist wieder so scheiße laut, hey. So, Tomatenmark, Tomatenstücke. Ach, die sollen da auch rein? Ah, okay. Alles klar. In dem Fall die ganzen Tomatenstücke sogar rein. So. Und bester Sound Alert. Ja, absolut. Ich hab mein besten, ich finde am geilsten ist der, ey. Und 50, 100 Milliliter Wasser. Ja, hier. So. Was soll ich jetzt mit dem Pürierstab? Ich brauche doch keinen Pürierstab, wenn ich einen richtigen Mixer hab. Michetio! Ja, ey! Michetio! Ja, ey! So, wir haben den hier. Let's go! Brauche ich keinen Pürierstab? Dann kann ich den hier benutzen. Sahnemix 3 Minuten. Sahnemix 3 Minuten. Das heißt also um 24. Ich mache mir einen Wecker um 24. Halt. In 3 Minuten. Haha. In 18 Sekunden. Oh. In 18 Sekunden ist auch das hier fertig. Und dann kann das hier für 3 Minuten. Das hier für 3 Minuten. Oh, perfektes Timing. Perfektes Timing. Ja, okay. Und 3 Minuten. Let's go. Die hier machen wir da rein. Drei Minuten lang die Soße.
die Hälfte des Hartkäses reinmachen und 3 Minuten läuft jetzt die Soße und das Brokkoli. Perfekt getimed. Das heißt, das Brokkoli ist da jetzt schön drin am Baden. Ja, genau. Hinzugeben und mitkochen, alles klar. Und jetzt noch die Hälfte vom Käse hier rein. So. Wo kommt eigentlich das Knoblauch? Ach, am Ende, okay. Hartkäse zu Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker. Also. Salz, Pfeffer. Schön. Nehmen wir mal ein bisschen Salz drüber. Zack. Wundervoll. Beautiful. Da haben wir das. Nächster Step. Hier machen wir jetzt das Öl heiß und braten dann da das Fleisch an. Aber das ist aber schöner Run. Also das hier ist ein richtig gutes Essen zum Speedrun. Das funktioniert richtig gut, hey. Muss ich schon echt sagen, ne? Ja. Dann 4 Minuten lang Hähnchenstreifen und Knoblauch. Schön. So, dann brechen jetzt gleich die letzten 5 Minuten an. Jawohl, let's go. Fleisch rein. So. Wir machen auf 4 Minuten, ne? Ja. 4 Minuten. Wir machen die beiden hier aus. Das verteilen wir schön. Ah, guck mal. Alles schön in die Mitte. So, dann machen wir die alle hier aus. So, wie geht's denen hier? Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Tschüss. Da. Nudeln? Oh, die ist heiß. Eieiei. Sind die noch gar nicht fertig oder was? Ja, die sind noch nicht wirklich fertig. Also, never mind. Das alles hier umdrehen. Oh.
komm! Alter, eins von diesen Fleischwäldchen macht voll den Pony Horns hier! Nimmt hier richtig Hitze und Tempo an, ne? Boah! Yo! Da, das haben wir. Das haben wir. Den Müll brauchen wir gleich. Ich weiß nicht, warum die Nudeln nicht durch sind, was? Oh, die müssen noch rein, verdammt. Oh, sobald das Knoblauch dazu kommt, wird das richtig lecker, ne? Oh, geil. Oh, jetzt. So, alles aus hier. Ich weiß. Ja! Aber gut, chill. So? Ja. Die Nudeln so abgießen. Sind die denn jetzt eigentlich ready? Das ist halt das. Ich kann nicht genau sagen, ob die Nudeln wirklich ready sind. Weil die sind mir echt noch nicht weich genug, ne? Verdammt! Au! Eine Nudel. So, jetzt der kurze Test. Heiß ist er auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir so Nudeln nicht, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Das nimmt mir jetzt echt die Zeit weg, ne? Aber wir sind locker im Sub-30-Bereich. Alter, wenn ich mich hier richtig beeilt hätte, wäre ich auch im Sub-20 gewesen, ja? Locker im Sub-20. Anrichten. So, wir nehmen die beiden Teller her. Neue Wohnung oder was? Damn, Finn! Wuhu!
Ey! Chat ist übrigens nicht ganz sichtbar, also die letzte Nachricht. What? Oh no! Damn, aber gut, dass du sagst. Ich muss mich da darum kümmern. What the fuck? So. Jetzt verteilen wir hier schön die Nudeln drauf und das ganze andere Gedöns. So. Aber ja, das hier ist eine neue Wohnung. Ich war vorher in einer etwas kleineren, ja. Ah! Mist! Ach komm, so. Jetzt die Soße. So. Soße haben wir auch. Und den Rest Käse wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen Rest vom Käse. Restlichen Käse. So, und wir sind dann. Easy, sub 25. Wuhu! Mmm. Nee, Brokkoli gekocht. Mmm. Mmm. Ja, das ist eine neue Wohnung. Sub 24. Wuhu! So, wir sind hier dran, wir sind hier dran. Ich habe unnormal Hunger. Danke fürs zahlreiche Auftauchen. Sorry, dass ich jetzt schon so schnell fertig bin, aber damn, das ist ein Luxusproblem. Zu schnell gespeedrun. Damn, Alter, guck dir das an. Nächste Mal, ich sage es jetzt, man darf mich gerne auch erinnern. Nächste Mal, wenn es Butter gibt, dann Sub fucking 20, ja. Ich hab's hier gesagt. Weil ich war unnormal gut in der Zeit. Ich habe wirklich übel geminnext. Wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller beim Schneiden bin, nicht so ein Mist mache wie jetzt am Ende und noch volle Kanone durchkocht, dann sub 20, Alter. Sub fucking 20. Für ein Gericht, wo die sagen 30 bis 40 Minuten. Weißt du, wo die noch 30 bis 40 Minuten sagen? Königsberger Kackklöten, ja? Damn, als ich die gemacht habe, puh, ich glaube 1,5 Stunden mein erster Run. Damn, Alter. Ob ich ab und an Classic Brawl spiele? Ganz ehrlich? Damn, schreib mal Tim an, ja? Damn, da ist was am Boden, ja? Da ist was ein bisschen, dünnes Eis, was WoW angeht, weil eventually verfallen wir wieder der, wie sag ich, Sucht. Dann wird man lang nichts mehr von mir sehen oder hören, wenn mich die Sucht wieder fuckt. Deswegen habe ich eigentlich aus therapeutischen Gründen aufgehört. Aber gut! This is a story for another time. I'ma head out. Thank you. Bon voyage. Goodbye. Dankeschön. Dankeschön.